In Kommunikationskursen wird oft das Wort authentisch strapaziert. Da sagt der Kommunikationstrainer, bitte übernehmen Sie diese Technik, die ich Ihnen vorschlage, aber seien Sie dabei authentisch. Oder aber ein Teilnehmer meldet sich zu Wort und sagt, Herr Pöhm, diese Technik, diese Kommunikationstechnik passt nicht zu mir, weil da fühle ich mich nicht authentisch. Es gibt kein authentisch, es gibt nur ein authentisch Wirken. Und die Regel lautet, wiederholen Sie die Dinge so oft, bis sie auch bei Ihnen authentisch wirken. Und da gibt es eine weitere Tatsache. Wenn Sie einem Teilnehmer sagen, bitte bleiben Sie authentisch, dann ist das so, als ob Sie ihm sagen, bleiben Sie ungradzahlig. Das ist eine komplette Nebelanweisung, weil sich dahinter nichts Reales verbirgt. Wenn man die Leute fragt, was ist authentisch, dann gibt es die Standardantwort, ja, das bin einfach ich. Aber dieselben Leute kaufen dann Dutzende von Ratgeberbüchern. Wer bin ich überhaupt? Sie wissen nicht, wer ich bin. Und dann wollen sie ich sein. Das geht nicht. Ich gebe ja Flirtseminare für Männer. Und wenn man eine Frau fragt, wie sich ein Mann ihr gegenüber verhalten soll, dann sagt sie, ja, er soll einfach sich selber sein. Er soll authentisch sein. Jetzt kommen die Männer zu mir im Seminar, weil sie beim Flirtgespräch nichts zu reden wissen, weil sie herumstammeln, weil sie rot werden, weil es ihnen peinlich ist, weil sie unbeholfen sind, wenn es zum Küssen kommt und sie haben keine Ahnung, wie man eine Telefonnummer richtig erfragt. So, und das ist das Verhalten, das authentisch ist. So sind die halt normalerweise ohne Training. Und so wollen die Frauen doch um Himmels Willen nicht, dass sie sich ihnen nähern. Und da gibt es eben Strategien und Vorgehensweise, die eben nicht in seinem Repertoire liegen. Und das macht ihn erst besser. Aber es muss geübt, geübt, geübt werden. Und dann wirkt es authentisch. Wenn Sie immer authentisch sein wollten, dann müssten Sie heute noch wie als Baby in die Windeln machen, weil irgendwann hat man Ihnen beigebracht, es nicht mehr zu tun. Und das haben Sie verinnerlicht und dadurch wirken Sie authentisch. Es gibt einen erprobten Konter, den Sie anwenden können, wenn Ihnen jemand sagt, Herr Pöhm, das bin ich nicht, das ist nicht authentisch. Dann sagen Sie ihm Folgendes. Stellen Sie sich mal vor, zwei Freunde beschließen, Skifahren zu lernen. Sie sind vorher noch nie Skifahren gewesen. Und ab dem Moment gehen Sie jedes Wochenende in unterschiedliche Skigebiete. Nach 2 Jahren treffen Sie sich das erste Mal und fahren gemeinsam Ski. Der eine steht oben auf dem Hang, sticht ein und fährt mit hocheleganten Parallelschwung mit Riesengeschwindigkeit nach unten. Der andere steht oben, Schneepflug, Angst. Er versucht, möglichst heil runterzukommen. Unten am Skilift treffen sie sich, sagt der eine, wie kann das sein? Wir fahren 2 Jahre Ski, du fährst so, ich so. Da sagt der andere, ja, ich habe mir einen Skilehrer genommen, mach das doch auch. Da sagt der, das will ich nicht. Ich will authentisch bleiben. Das ist das, wovon wir hier reden. Machen Sie ein Like, geben Sie einen Kommentar und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Hier unten am besten mit der Glocke. Ich freue mich aufs nächste Mal.